Hey, da, da, ist klar. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Medieval 2 Total War aus dem Jahr 2006, entwickelt von Creative Assembly in Horsham, England und herausgegeben von Sega in Tokyo, Japan. Ich hoffe, ihr habt relaxed Lichtern, was zu trinken und ein paar Cookies dabei. Macht's euch bequem und setzt die Kopfhörer auf. Wir machen weiter mit unserer Geschichte des Frankenreiches und der ganz eigenen, abstrusen, wirren Geschichte und der unendlich langen Spielweise von mir. Und wir sind jetzt gerade noch im Sommer des Jahres 1136 und ich habe seit dem letzten Part eine Schlacht offscreen geschlagen, denn ich will ja jetzt auch nicht mehr irgendwie alle Schlachten zeigen, habe ich mir schon mal vorgenommen und dann doch wieder mehr Schlachten gezeigt, weil ich dann immer dachte, sieht das toll aus, super Schlacht, irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber das war die Schlacht der Belagerung von Marseille und die habe ich aufgebrochen und die Einheiten komplett vernichtet. Und das Lustige war, ich hatte noch eine Schlacht geschlagen und direkt im Anschluss, und das wollte ich auch offscreen machen, gegen diesen Rebellengeneral. Aber Junge, Junge, der hat es mir richtig gegeben. Das ist unglaublich. Also der selbst ist nicht so gut, aber die Einheiten, die KI hat mich einfach weggemacht. Mit diesen ganzen Fußtruppen hier. Ich hatte mir gedacht, oh, will KI, die schaffe ich locker wieder. Und ich hatte dann hier meinen neu eingeheirateten François Clément dabei mit seinen drei Sperrmilizen aus Toulouse und dachte mir, ja, das schaffe ich schon. Aber die haben mir ordentlich gegeben. Und ich Trottel hatte dann auch irgendwie keinen, überhaupt nicht gespeichert, mache ich eigentlich hier auch nicht und versuche es auch nicht zu tun irgendwie. Und Niederlagen müssen mal drin sein. Aber ich hatte auch noch diesen Typen leider verloren, den François, der war dabei auch noch drauf gegangen. Die Schlacht war so heftig, die haben mich sowas vom Platt gemacht. Ja, dass ich werde die trotzdem offscreen spielen, aber ich habe dann doch nochmal den letzten Speicherstand geladen. Der war ein Autosave, glaube ich, als ich das letzte die Aufnahme beendet habe und musste dann nochmal die Schlacht um Marseille machen und habe jetzt mich dagegen entschieden, das zu machen. Wird aber auch noch passieren und wird auch offscreen passieren. Okay, ich glaube, es gibt nichts großartig zu tun. Wir müssen einfach nur direkt weiter. Alle Leute stehen, alle Agenten sind bewegt, alle Agenten haben ihre Order, alle Armeen sind bereit und gerüstet und es wird gebaut überall. Also gehen wir weiter in den Winter des Jahres 1136. Ja, die Englischen. Da kommt noch eine Prinzessin nach Bern. Bern muss ein ungeheurer Prinzessin-Magnet sein. Oh nein, nicht jetzt bitte. Dass du jetzt gerade rüberkommst, du Blödmann. Das kann nicht wahr sein. Das ist eine Schweinerei. Das ist der Absicht. Ja, und da habe ich auch noch eine Vorsorge getroffen. Das wird übel. Okay, super. Die KI gibt's mir wieder. Ich werde eine Menge Schlachten offscreen zu spielen haben. Die Oriflamme darf nicht fallen. Fehlt nur, dass die Mauren jetzt auch noch mal eben nach Toledo ziehen. Da ist eine venezianische Prinzessin, eine sizilianische Prinzessin und was kommt da unten? Was war das? Eine englische Prinzessin auch noch, ne? Ja. Wow. Die jungen, adligen Frauen mögen die Berner Gegend. Oh ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Die Mailänder haben sich gerade sehr schnell bewegt, aber ich habe ja meinen König auf einer Flotte im Mittelmeer. Ich hoffe, das wird alles gut gehen, so wie es da läuft. Oh, ich sehe schon. Westlich und südwestlich von Korsika. Okay. Also, die bieten mir einen Waffenstillstand an. Der Waffenstillstand ist wert von 2100 und 2450, also sagen wir mal 2500 Gulden insgesamt, verteilt auf 7 Runden, a 350er Margen. Und, also Waffenstillstand kann man bei denen für 2500 bekommen. Ich habe so wenig Ahnung von der Diplomatie, das ist nur jetzt gerade, dass ich mir was mal merke und mal gucke, vielleicht habe ich ja ein paar Richtwerte später mal, was so Leute haben wollen für Waffenstillstände. Soll ich einen Waffenstillstand mit den Türken haben? Die kämpfen gegen die Engländer, gegen die Franzosen? Nein, Gott, das ist eine islamische Fraktion. Ich bin da, um die Christenheit zu verteidigen und... Allerdings, ich habe noch mal viel gelesen zuletzt über den zweiten Kreuzzug. Was da alles für wechselnde Allianzen waren, also in der realen Welt. Aber ich will kein Geld bezahlen, nein. Also pass mal auf. Was ich mache ist, ich biete hier einen Waffenschildchen an. Und vielleicht gebe ich hier noch Karteninformationen dazu.
So wird der Sultan das Angebot nicht annehmen. Dann hat der Sultan hat leider Pech gehabt. Wenn ihr uns wolltet, hattet ihr Erfolg. Nein, was passiert hier? Ich wollte mich auf den Weg machen, um Brügge zu erobern, Leute. Gott, das läuft ja alles schief hier. Nein, der Feind ist überall. Wir werden belagert. Ey, das ist ein dänischer Spion nur, glaube ich, ne? Ein Dschihad wurde ausgerufen. Der Papst hat euch zu einem Kreuzzug aufgefordert. Ihr müsst innerhalb der festgesetzten Zeit eine Armee aufstellen und euch ihm anschließen. Versammelt mindestens 8 Einheiten, die von einem General angeführt werden, um eine Kreuzzugsarmee zu erstellen, und klickt dann auf den Button „Dem Kreuzzug anschließen“ auf der Schriftrolle des Generals. Okay, Leute. Der Papst hat euch zu. Ich wollte ja eigentlich dem Papst selber einen Kreuzzug abverlangen. Und das Spiel tritt mir gerade ordentlich auf die Füße, um es mal so zu drücken, auszudrücken. Man sagt, sicher, passt, mich anzugreifen. Da will jemand noch Saragossa erobern, vermutlich. Und da ist dann auch noch die maurische Armee und zieht. Yo, ich glaube, ich werde nachher erstmal nochmal 5 Stunden beschäftigt sein, mit allen Schlachten hier auszuspielen. Okay, Metz durch das Heilige Römische Reich. Das ist eine riesen Metzarmee. Ich werfe euch den Federhandschuh hin. Das ist schon ungewöhnlich, finde ich. Normalerweise passt er mit seiner Größe seiner Armeen immer auch glücklicherweise bisher immer meinen verteidigenden Armeegröße an, aber diesmal hatte ich das doch anders überlegt und dachte sich, oh, ich gebe dir mal richtig eine rein. Egal. Dschihad ausgerufen. Mohammed, der Unorthodoxe, ist wo? Oh, ist ja auch egal. Auf jeden Fall will er jetzt endlich mal wieder Bagdad erobern, was eine Rebellenstadt ist. Haben die es nicht geschafft beim ersten Mal? Eigentlich schon. Also in dieser Partie wurde doch Bagdad von den Mauren erobert. Und es ist wieder eine Rebellensiedlung geworden? Ja, krass. Alles klar. Es passiert auf jeden Fall was politisch in dieser Welt und auch militärisch. Raus wird von denen belagert. Was ist denn das für eine verdammte Armee hier? Ach, die ist billig. Das kann ich sogar mit denen selbst schaffen. Da brauche ich jetzt keine Hilfe irgendwie hinzuziehen. Das traue ich mir zu, glaube ich. Ja, es wird schwer, aber das traue ich mir trotzdem zu. Hängt davon ab, ob das hier noch eine... Wir müssen mal abwarten. Aber ich habe ja immerhin hier schon eine Steinmauer und so, und das könnte hinhauen. Könnte hinhauen. Was hat denn eigentlich mein General? 44 Leute, und das sehen wir hier nicht. Aber ich habe ja einen Spion hier irgendwo, nicht wahr? Den ich mal eben rüberschicken könnte. Ja, das könnte ich machen. Machen wir das mal direkt einfach kurz. Und zwar, das hier ist ein Spion. Oh, mal gucken. Was kann denn der Attentäter so leisten? 20% nur leider. Mein Spion, renn mal eben nach da. Kann ich jetzt schon mehr sehen? Jawohl, was ist denn das für einer? 2 Kommando, 2 Ritterlichkeit. Und was ist das für eine andere Armee? Alles nur seltener Speerträger. Das schaffe ich. Da brauche ich keine Unterstützung hinzuschicken. Das ist gut. Hier ist schon wieder ein Attentäter. Vielleicht mache ich mal mit meinem Attentäter nochmal auf den Attentäter von ihm. Wird eh wieder schieflaufen. Oh, nur 28%, Junge, du kannst doch auch nicht mehr. Aber vielleicht muss es einfach mal versucht werden. Jetzt kommt wieder irgendeine Frau. Ah! Ich hoffe nur, der kommt davon. Nein, er kommt nicht davon. Okay, das muss ich mir jetzt nicht unbedingt angucken. Das ist schon ein bisschen brutal. Die Bibel mag den Frieden predigen, doch wenn das Christentum an sich in Kairo. Wow, gegen die Ägypter. Na dann viel Spaß. Das ist eine ziemlich große Stadt. Wird aber spaßig, das zu sehen, ehrlich gesagt. Und zu gucken, wer dem alles folgt. Eigentlich haben die ja hier noch eine Menge Armeen, die sich im Kreuzzug anschließen konnten. Hier ist eine völlige Fullstack. Auch richtig mit Kreuzzugseinheiten. Eine Fullstack polnische Armee und auch noch eine Fullstack dänische Armee. Sogar der Anführer. Und noch Fullstack.
Ja, die können ja dann einfach direkt runterrennen. Prima. Okay. Wunderbericht. Wir haben nur noch verdammt wenig Geld. Das ist alles übel. Das liegt aber auch, glaube ich, an den Belagerungen jetzt gerade. Könnte sein. Lancelot de Toulouse hat einen Wachhund bekommen. Nein. Heißt es etwa, wir haben etwa gegnerische Attentäter auf Zypern? Lancelot de Toulouse hat auch noch einen Aufseher bekommen. 1% Nachlass auf Baukosten plus 1 auf Anbauertrag und plus 1% auf Minenerträge. Ist doch schick. Meisterschütze, Militäringenieur, Aufseher, Wachhund. Und Volk der Ehrliche hat einen Militäringenieur bekommen. Plus 2 Kommando beim Angriff von Mauern. Volk der Ehrliche, der war in Toledo, glaube ich. Plus 50 Baupunkte. Ein Militäringenieur auch noch. Wachhund, edle Rüstung, Meisterschütze, Lanzenträger, Militäringenieur. Da ist er. Was haben wir noch? Volk der Ehrliche hat den Lanzenträger bekommen. Plus 1 Kommando beim Fehlingen von Kavallerie. Das macht der Lanzenträger also. Ein großer Herr kann noch größere Dinge in der Schlacht bewirken, wenn er einen tapferen Diener an seiner Seite hat, der die richtige Waffe parat hat. Okay. Und Pierre der Ehrliche hat einen Lanzenträger auch bekommen. Pierre der Ehrliche, der war, glaube ich, in Bern ist das doch, ne, oder? Ja. Schön. Gut. Bau abgeschlossen. In Marseille wurde eine Ratskammer gebaut. Wir wollten eigentlich Marseille auch mal zu einer Großstadt machen, glaube ich. Aber was mit dem Geld muss ich mir echt sparen, diese Runde, glaube ich. Gut, Rekrutierungsbericht. Paris fortgebildet. Dijon fortgebildet. Marseille fortgebildet. Toledo fortgebildet. Okay, was ich schon mal machen wollte, ist, in Marseille werde ich. Ich bin bereit zu handeln. In Marseille werde ich mir erlauben, diese beiden Panzerritter mal eben loszuschicken. Und zwar sind das fränkische Söldnerritter. Und die sollen mal zur Unterstützung von Toulouse einfach nochmal hier heranrücken. Das ist nötig. Also das schaffen die so nicht, glaube ich. Richte hier ein Lager, Seigneur. Und dann gucke ich jetzt mal eben direkt schon mal, was mein König denn machen kann. Es ist doch offensichtlich, dass leidet ihr denn. Verdammt große mailändische Flotten. Ich glaube, die nur unterwegs sind, um meinen König abzufangen. Am besten setze ich meinen König einfach nur irgendwo auf einer Insel ganz nah ab. Und er kann gerade mal, mit Glück wird er. Mit Glück wird er auf Korsika anlanden können. Das ist aber auch das Beste, was mir passieren kann, ehrlich gesagt. Also ich sollte jetzt hier keine großen Experimente machen und den hier noch im offenen Golf von Genua oder hier im Golf von Nizza oder sowas herummarschieren lassen. Und komm an Land, Junge. Segel setzen! Nein. 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 Bereit zum Segeln. Jetzt wird's übel. Jetzt wird's richtig übel. Ich hätte wieder mal langsam fahren sollen, ich Trottel. Da ist noch eine mailändische Flotte, die meinen Weg versperrt. Oder der hat es nicht gerafft, selber daran vorbeizufahren, der Trottel. Das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott. Okay, da, super, da ist auch schon wieder eine neue. Oh, wow. Ungläubiger. Was mich auch wundert, ist, wie schlecht man hier vorbeikommt, ehrlich gesagt. Aber egal. Bereit. Ja, also, ich werde eine Menge Schlachten schlagen. Ich werde die Schlacht gegen diese Mauren auch so schlagen, denke ich. Offscreen. Ich werde die Schlacht gegen diese Mauren offscreen schlagen. Ich mache jetzt nochmal eben zwei, drei kleine Steckenpferdchen sozusagen. Können wir das mal doch erkunden? 75%. Hat geklappt. Was hat er denn hier? Ritterliche Stelle, Minen, Ballisten, Kapelle, Burgner, Schmied, Farmgemeinschaft, Hafen, Exerzierplatz und Pflasterstraßen. 10.000 Leute da drin. Und das ist eine Festung gemeint. Oh, da ist sogar noch. Ist das ein portugiesischer? Ne, das ist ein englischer Spion, ne? Was ist denn das für einer? Wow, der hat 8. Nicht schlecht.
Okay, das war schon mal soweit gut aufgedeckt. Und mir geht es einfach nur darum, die britische Insel mal schön auszukundschaften. Ja, sollte schon vieles aufgedeckt sein hier. Wir gehen einfach mal den Weg hier lang an der Westküste rüber auf die irische Insel, die Insel entlang mal reisen und dann gucken wir mal, was wir so alles finden und wie die ganze Karte hier so aussieht. Ja, guck mal, wird wieder bedroht werden von der englischen Armee. Das ist nicht gut, denn ich habe meine Caen-Festung, die eigentlich den Norden auch stärkt und beschützt und überwacht, entblößt, um den Angriff auf Brügge starten zu können. Um Brügge angreifen zu können, muss ich mich erstmal durch eine riesige dänische Armee hindurcharbeiten. Das wird hart. Ich weiß, dass ich das hier so schaffe. Muss ich so schaffen. Also die Belagerung von Reims durch diese kleine dänische Armee wird klappen. Offscreen. Hier habe ich zur Sicherheit noch nach der letzten Aufnahme 3 Feudalrittereinheiten bewegt. Von Bern nach Dijon. Bern ist gerade ohne Bedrohung. Und die sind garnisonierterweise in Bern und die habe ich jetzt schon mal weiße halbe losgeschickt. Und die werden helfen, dass irgendwie Metz versucht zu überleben. Ich setze jetzt mal noch nicht, weil vielleicht muss ich ja doch mal ein bisschen besser gucken und handeln. Was kommt hier für ein polnischer Kaufmann? Ein billiger Kaufmann. Holen wir uns mal eben ein bisschen Geld. Ein dänischer Kaufmann. Ich bin immer bereit, Konkurrenz zu verlieren. Hat mir aber auch nicht viel gebracht jetzt. Très bien, eine gute Ich bin bereit zu handeln. Ich bin bereit zu handeln. D'accord, bin unterwegs. Wieder zurück, damit dein Kumpel, Kaufmann, hier oben, Monsieur Thévenin de Brézé, sein Monopolisten-Trade ausbauen kann. Momentan hat er nur plus 2, ist Marktkontrolleur, noch ein mehr wäre Monopolist und dann ist er auch fertig und kann da auch weg. Gut, also hier wird auf jeden Fall aus Dijon ein Entsatz her, die ich weiserweise schon mal, komisch ausgedrückt, von Bern dahin bewegt habe, sich auf den Weg machen nach, auf jeden Fall hier. Also die müssen helfen bei Metz. Ich stelle es schon mal so hin. Die Schlacht um Reims werde ich selber schlagen. Oder ihn sogar kommen lassen. Vielleicht ist das in dem Fall besser. Weil rausgehen wäre mit den Alten nicht so toll. Ich glaube, ihn kommen lassen ist dann echt besser. Und dann habe ich das Problem hier mit dem englischen Familienmitglied. Ich müsste ihn ehrlich gesagt zuerst wegschlagen. Ich hatte noch eine andere Idee. Und zwar wird das vermutlich so passieren. Und ich werde das auch offscreen machen. Ich werde die Schlacht gegen die Stadt Brügge machen. Ich werde die belagern und ich werde Brügge angreifen. Und ich glaube, ich kriege das so hin, dass ich den PC dazu triggere, die KI dazu triggere. Ich werde hier hin marschieren mit dem, auf dieses Feld, was ja gerade in seine Kontrollzone ist, wo man dann automatisch gestoppt wird, werde die außenstehende dänische Armee angreifen. Die außenstehende dänische Armee wird den Angriff sich verteidigen. Und gleichzeitig wird getriggert werden, dass die in der Stadt, in der Siedlung Brügge, als wow, eine Meisterentdeckergilde. Dass die Leute in der Stadt, die Garnison in der Stadt Brügge ebenfalls als Unterstützung kommen. Und diese Schlacht muss ich dann gewinnen und dann kann ich, glaube ich, direkt in einem durch das Angreifen der direkt daneben stehenden dänischen Armee die Stadt Brügge mit einnehmen, wenn ich das richtig sehe. Hoffe ich mal. Das bedeutet, dann wird Caen tatsächlich komplett ungeschützt hier sein. Ich überlege gerade, ob ich mir einfach erlauben soll, Caen nochmal kräftig zu bauen. Also hier Einheiten zu rekrutieren. Ich werde sowieso Verluste haben und die kann ich nachher wieder mergen. Und ich werde sowieso hier irgendwo mal Einheiten bauen und die kann ich dann rüber schiffen. Also es ist so, Metz ist ja auch eine Festung geworden. Ich habe jetzt eigentlich hier den Festungsgürtel auch fett voll. Keine Burg mehr. Meine Grenzregionen sind alle mit Festung besetzt. Meine Standardfestungsgarnison wäre die hier. Einen eurer Untertanen
plus 3 Kavallerieeinheiten, die ich jetzt aber hier habe, um Metz zu unterstützen, was noch nicht vollständig ausgebaut ist und gerade ist Fesseln geworden ist und der ich noch nicht aus Geldmangel immer die Standardgarnison eingerichtet habe. Das bedeutet, ich werde sowieso, das ist meine Standardgarnison dann nachher, ich werde sowieso in Metz gerne nochmal einen Armbrustschützen bauen, wie hier, das sind die 3 Fernkampfeinheiten und ich habe dann immer 4 Infanterieeinheiten gehabt und das bedeutet, Metz wird noch bekommen einen abgesessenen Feudalritter und eine Helmbart-Miliz und da ich die dann sowieso in Metz bauen würde, kann ich die jetzt auch gerade in Caen bauen, werde die dann rüberschiffen und dadurch habe ich Caen nochmal gerade, ist zwar ein weiterer Weg dann für meine Einheiten, um zu ordentlich organisiert zu verteilen, aber dadurch hat Caen noch etwas mehr Verteidigung, wenn der Angriff durch die Engländer kommen sollte. Ja, ich muss also ein bisschen in Vorleistung gehen mit Geld. Und das bedeutet, ich werde hier einen abgesessenen Feudalritter, einen Helmbartenträger und nochmal einen Armbrustschützen bauen können. Ferner wird der Templerorden tatsächlich, diese Templerordenritter, die Tempelritter werden lieber mit der Armee nach oben ziehen. Ist ein Problem, aber das Problem erlaube ich mir, glaube ich. Oder ich lasse sie lieber hier, dann könnten die noch hier helfen. Es hat eine große englische Armee, ne? Das macht es einfacher. Na, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Könnte sich zu einem Problem auswachsen, ehrlich gesagt. Ja, der Vorteil ist, wenn ich Brügge auf diese Art, wie ich es eben geschildert habe, in dieser Runde einnehme, erfülle ich eine Adelsmission. Und diese Adelsmission bringt mir, ihr bekommt zur Belohnung ein paar der besten momentan erhältlichen Einheiten. Die würden, glaube ich, in Paris gespawnt werden. Und die könnte ich dann wiederum direkt noch in der Runde dann rüberziehen zu Caen oder auf jeden Fall noch als Verstärkung nachher heranführen. Ich hatte noch 2, 3 kleine Steckenpferde, die ich mir erlaubt habe. Und zwar ist das hier dieser Spion, der die Weiten Russlands aufdecken soll. Ein polnischer Priester. Das ist ja auch alles polnisches Gebiet hier. Das ist russisch. Region Ryazan. Und das hier ist Region Kiew. Das ist polnisch. Das ist Smolensk. Ryazan. Kiew ist hier unten. Die Russen machen sich, glaube ich, so langsam. Okay, und hier unten war auch noch immer einer. Das war auch nochmal aus Spaß zu gucken, wie weit man die Karte entlang gehen kann und was da alles aufgedeckt wird. Okay. Muss gut sein, so. Jetzt habe ich das Problem mit meinem König. Ich hoffe, der kommt irgendwie da durch. Das hoffe ich sehr. Also das... Eigentlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass so eine große Flotte mit einmal direkt versenkt werden sollte. Die wird eher fliehen, glaube ich. Und dann muss ich gucken, dass ich irgendwie einfach nur ein Land bekomme. Okay, und hier werde ich auch noch Schlachten schlagen. Die werde ich auch offscreen schlagen, glaube ich. Und zwar sind das Schlachten gegen diese kleine Maurische Armee und gegen diese kleine Maurische Armee. Gut, es gibt viel zu tun. Und ich habe euch alles erklärt, was passieren wird. Und ich werde diese Schlachten offscreen schlagen, damit ich nicht mehrere Parts damit einfach hochballere und das Let's Play zu 1000 Parts mache irgendwann mal. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich überlege gerade schon, wie ich den Part nenne. Sowas wie, ich glaube, ich nenne es die KI schlägt zurück oder sowas. Okay, alles klar. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Bis dann, Internet. Bye.